Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und herzlich willkommen willkommen zurück bei Finanzrebellen und auch bei einem mehr oder weniger neuen Format, denn ich werde heute mal konkret etwas kommentieren, in dem Fall eine Podcast-Folge. Und die Podcast-Folge, von wem das ist, das habt ihr schon im Videotitel gesehen und das ist Natascha Wegelin, besser bekannt auch unter Madame Moneypenny, Bestseller-Autorin, hat einen riesigen Instagram-Kanal, einen Podcast mit Millionen Downloads, der schon seit 2018 besteht und. Also sie wurde auch mit Preisen, mit Ruhm und Titeln überschüttet. Muss ich, glaube ich, so viel zu der Person nicht mehr zu erzählen. Könnt ihr euch selber auch gerne nochmal weiter zu belesen. Und natürlich auch konkret Madame Moneypenny ist auch, und das möchte ich gleich zuallererst sagen, gerade für das Thema Finanzen im Bereich hier in Deutschland, speziell für die Zielgruppe Frauen, eine echte Bereicherung. Warum? Weil sie mit ihrer Arbeit ganz klar und konkret dafür sorgt, dass sich gerade mehr und mehr Frauen mit dem Thema Altersvorsorge, Geldanlegen, Finanzen, ja, und dem positiven Mindset insgesamt beschäftigen. Und dafür möchte ich auch mal Danke sagen, weil das nämlich auch meine Arbeit A beflügelt und B vereinfacht. Also davon profitiere ich auch mit, auch wenn sie es vielleicht nicht weiß. Und deshalb, Natascha, falls du das hier siehst und hörst, schon mal einen großen Dank an deine Arbeit. Und eine Sache, die mir dann doch aufgefallen ist in der ganzen Arbeit von Natascha, die ich, sage mal, immer wieder mal sporadisch verfolgt hat, ist ein Thema, und zwar das Thema der Finanzberater. Also das betrifft ja jetzt in diesem Fall konkret mich. Und letzte Woche durch Zufall, ich habe so eine Zufallswiedergabe bei Spotify, kam dann eine Podcast-Folge von Madame Moneypenny, weil ich sie auch selber abonniert habe, wurde mir eingespielt. Und als Titel war da, kann ich auch mal kurz hier zeigen. Ach nee, zeigt ihr mir gerade an. Genau, Money Call, das ist ein Format, wo sie die Fragen ihrer Zuschauerinnen, Zuhörer und so weiter und so fort beantwortet. Und da kam das Thema Berater, Beraterinnen zum Thema Finanzberater. Und ich habe diese Podcast-Folge schon einmal gehört und kenne so im Groben den Kontext, aber ich wollte euch dazu nochmal neu mitnehmen. Ich habe mir dazu auch noch keine Notizen im Großartigen gemacht, ne? Nur bis dato ein paar Gedanken. Das heißt, das Ganze wird auch so sozusagen teilunzensiert, ungeschönt und Ähnliches stattfinden. Und das Ganze dient hier auch nicht irgendwie Kritik auszuüben in einer negativ gemeinten Form oder sie irgendwie bloßzustellen, schlecht zu reden und Ähnliches. Ganz im Gegenteil. Sondern das Ganze dient hier eher, mal die andere Seite zu beleuchten, die andere Partei. Also quasi die des Beraters, um wen es hier geht. Weil ich nämlich doch für mich festgestellt habe, in dieser und natürlich auch in vergangenen Aussagen, ist eine sehr, sehr einseitige Perspektive von uns als Finanzberater beschrieben worden. Und ist auch berechnet, weil Natascha selber, das weiß ich aus ihren Podcast-Folgen und ihren Büchern, ist damals mit ihrem beruflichen finanziellen Erfolg leider auch an schlechte Berater geraten, die sie wortwörtlich mit schlechten Finanzprodukten mehr oder weniger über den Tisch gezogen haben. Und so ist ja dieses ihr Projekt Madame Moneypenny auch konkret entstanden. Und trotzdem ist es so ähnlich wie bei einem Restaurant. Wenn ein Restaurant, naja, schlecht war, heißt es ja jetzt auch nicht, dass alle Restaurants gleichzeitig schlecht sind und man nie wieder in eins geht, ne? Und genau deshalb, aus diesem Grund, würde ich gerne mal das Ganze etwas aufarbeiten, weil auch leider in dem Podcast selber, so wie ich das noch in Erinnerung habe, ein paar sehr, sehr widersprüchliche Aussagen sind. Genau. Und konkret geht es auch hier. Wir bereiten das jetzt schon mal vor. Hier AirPods, Apple, ne? Schön investieren. Freut sich mein Videograf Erik, der hat sich neue AirPods gekauft. Der stellt die mir zur Verfügung. Ist mein erstes Mal mit AirPods. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich hoffe, dass es funktioniert. Und jetzt ging der Ton an. Sehr cool. Und wenn ihr das jetzt hier seht, wir blenden den Bildschirm ein. Es geht hier um die Folge von den Money Stories, Folge 171. Und konkret habe ich das auch schon mal hier vorbereitet an der Stelle. Ist das dann ab 3:32 geht es um die Frage der Zuschauer. Die spielen wir auch gleich ein. Aber Natascha, noch was Persönliches. Ich bin auch pommessüchtig. Ich bin ein 90s Kid und ich bin Wahl-Leipziger. Da unterscheiden wir uns. Aber falls du mal in Leipzig bist und Lust hast, eine Tüte Pommes zu essen, du bist herzlich eingeladen. Die geht auf mich. Genau.
kommen wir zu der Podcast-Folge und auch mal konkret die Frage, die die Zuschauerin gestellt hat. Und die schieße ich jetzt mal hier los. Viel Spaß. Hallo, liebe Natascha. Vielen Dank, dass du uns diese Option anbietest. Ich finde das ganz toll und nutze das mal heute aus für mein Anliegen. Und zwar habe ich mich entschieden, 2021 mit über meine Finanzen zu kümmern und habe Kontakt aufgenommen mit einem Finanzberater. Und würde gerne halt mit ihm alles besprechen. Nur ist die Frage, was ist denn der Unterschied, wenn ich es alleine mache oder wenn ich es mit einem Finanzberater mache? Wie viel Prozent würde er dann von meinem Geld, den ich investiere, dann einnehmen? Und ja, ich sehe im Moment halt nur Vorteile, weil ich mit dem Thema nicht auskenne und ich ihnen vertraue. Denn ich erhöhe mal kurz die Wiedergabegeschwindigkeit, dann geht es etwas schneller. Ich schaue mal, ob es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Eineinhalb. Ich will mich interessieren, ja, was deiner Sicht halt die Unterschiede sind. Okay, das ist dann zu schnell, da hat Apple nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Machen wir es normal auf normalen Ton. Auf deine Antwort und grüß dich ganz doll. Liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss. Also hier nochmal kurz zusammengefasst, die Kundin wollte ich schon sagen, ich bin so in meinem Arbeitstrotzen, die Zuschauerin, die Followerin, hat sozusagen zwei Fragen konkret. Also was sind sozusagen die Unterschiede von, hey, ich mache meine Finanzen komplett alleine und wie mache ich meine Finanzen zusammen mit einem Finanzberater? Also konkrete Unterschiede in dieser Arbeit insgesamt. Und die zweite Frage ist, wie viel Prozent des Geldes würde er einnehmen? Ich glaube, er meint allgemein, was würde sie daran verdienen, er daran verdienen, sie, kann natürlich auch eine sie sein, oder was nimmt er zum Schluss selber davon an Gebühren etc. pp. Sehr schönes Thema, wobei ich deine spezielle Frage dazu, wer macht jetzt mehr Rendite, eigentlich nicht so zielführend finde, weil... Okay, Natascha... Das war nicht die Frage. Es ging jetzt nicht darum, wer mehr Rendite macht. Es ging, wie ich gerade beschrieben habe, die zwei Fragen. Unterschied alleine und selber machen und wie viel kostet das jetzt? Also hören wir mal weiter. Das ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung, ist ja klar. Wenn ich das selber mache, mache ich natürlich mehr Netto-Rendite, als wenn ein Berater das für mich macht, weil der kostet ja auch nochmal Geld. Okay, Berater kostet mehr Geld und es bleibt weniger Nettorendite übrig und ja, selber machen bringt mehr Nettorendite. Ja klar, allgemein ein Berater hat Kosten, definitiv, die sich irgendwo im großen Ganzen natürlich widerspiegelt, aber das ist jetzt erstmal noch etwas sehr, sehr pauschal gesagt. Wir warten mal das weitere Statement ab. Das ist ja irgendwie klar. Ja, wenn ich es selber mache, bezahle ich niemanden dafür, dass er es für mich macht. Das heißt, selbst wenn beide die gleiche Rendite erwirtschaften, du alleine versus der Berater, ihr macht beide, keine Ahnung, 7% pro Jahr, dann ist die Nettorendite ja eine komplett andere, weil in dem einen Fall bezahlst du ihn nochmal dafür und in dem anderen Fall bezahlst du dich selber dafür. Naja, ein Berater ist ja jetzt nicht nur dazu da, dir Renditen zu erwirtschaften. Der ist ja auch noch für ganz andere Themen da, wie zum Beispiel halt auch eine passende Absicherung dahinter zu finden und mit dir ein strukturiertes Geldmanagement zu schaffen oder auch dir erstmal einen Überblick zu geben, um, wenn du vielleicht nicht die Zeit hast, über potenzielle Investments, die für dich und deine Risikobereitschaft in Frage kommen. Also das Geld bleibt bei dir. Aber was ist jetzt wirklich der Unterschied, worauf es mir auch ankommt? Es geht nicht darum, wer macht wie viel Rendite, sondern es geht darum, was willst du? Willst du Abhängigkeit von einem Berater oder willst du Unabhängigkeit? Okay, das ist ein dickes Fass. Also jetzt kommt halt das Argument, man macht sich ja von einem Berater abhängig. Also da muss ich jetzt schon gleich an der Stelle mal reinreden. Das ist ja gar nicht zum Beispiel, also persönlich in meiner Arbeit läuft das so, gar nicht die Aufgabe ist, sozusagen den Kunden, solange es geht, an mich zu binden.
Nee, ich sage es immer so gern auch immer in den Vorgesprächen, die ich führe mit meinen Kunden. Meine Aufgabe ist es, mich sozusagen über die Zeit sogar unnötig zu machen, weil der Kunde sozusagen alle Mittel und Werkzeuge in der Hand hat, es selber machen zu können, aber mich halt zum Beispiel eher dazu nutzt, um sich nochmal einen zeitlichen, strategischen Vorteil insgesamt rauszuholen, weil er vielleicht aufgrund seiner Arbeit oder seiner familiären Verhältnisse gar nicht oder allgemein der gegenwärtigen Situation gar nicht so die Möglichkeit hat, sich zeitlich so intensiv und regelmäßig damit zu befassen. Na, gehst du weiter. Beantworten muss. Die Rendite ist klar, die ist besser, wenn du es selber machst, wenn du weißt, was du tust. Die Berater sind meistens meiner Erfahrung nach nicht so gut aufgestellt, wie zum Beispiel, wenn man sich das selber vernünftig aneignet, das Wissen. Also die Berater sind nicht so gut aufgestellt? Ja, definitiv. Ich erlebe es ja selber immer in meiner Beratung, wenn Kunden zu mir kommen, dass die allgemein entweder vielleicht, weil sie viel in Strukturvertrieben arbeiten, mit, ja, undurchsichtigen Pyramidensystemen und Verdienstsystemen, dass die Berater dann quasi eine sehr, sehr einseitige oder schon vorgefertigte Produktpalette zum Beispiel wählen an Investmentprodukten, an Versicherungsprodukten und ähnliches und da dem Kunden dann mehr oder weniger eine Haube überstülpen, als individuell auf die Bedürfnisse einzugehen. Also da gebe ich Natascha definitiv recht. Das macht es ja aber auch gleichzeitig noch nicht besser, es alleine zu machen, weil man, wenn man einen guten Berater erwischt, ja dann auch eine viel, viel schnellere und größere Übersicht bekommt, was eigentlich möglich ist. Also zumindest so ist es in meiner Arbeit, ja, was ich den Leuten da mitgebe. Auch dann wirklich in die Umsetzung kommt, dabei helfen wir dir ja auch super gerne. Es kommt einfach darauf an, was du willst. Willst du für immer an dem Tropf eines Beraters hängen, der dir dies und das vielleicht noch verkauft und sagt, ja, jetzt machen wir noch jenes? Oder vor allem auch jemand, der nicht da sein wird, wenn es crasht. Der nicht. Okay, Natascha, hier mal ein Heartbreak. Erstmal Tropf hängen. Also da sind wir ja wieder bei dem Thema Abhängigkeit. Klar gibt es viele Berater dort draußen, die den Kunden auch teilweise echt hart ausnutzen oder genau in diese Abhängigkeiten bringen. Aber es gibt genauso viele gute Berater, die sogar eher wollen, wie ich zum Beispiel, dass der Kunde eben nicht dorthin kommt. Ja, deshalb ist das so, ja, diese Abhängigkeiten schaffen, wo du jetzt gerade so drauf buzzerst, eher so, ja, vielleicht doch persönlich mehr deiner eigenen schlechten Erfahrung geschuldet oder natürlich vielleicht auch von deinen Followern, Followerinnen oder die du coacht und da machst. Ja, aber so, das ist so ähnlich wie bei einem Steuerberater. Es gibt 80% der Steuerberater sind nur Buchhalter da draußen. Sorry, falls sich jetzt da persönlich jemanden Steuerberater angegriffen gefühlt. Ich glaube, ihr wisst selber, was ich meine. Und die wenigsten kommen zum Beispiel mal proaktiv auf dich zu und sagen, hey, durch diese und diese Möglichkeiten kannst du aktiv große Steuerzahlungen vermeiden. Ne? Es sei denn, du machst wirklich schon so horrende Umsätze, dass du dann für den Steuerberater interessant wirst. Aber so ähnlich ist das ja auch bei uns. Klar gibt es da viele, aber wir wollen nicht jeden sozusagen abhängig machen. Da sein wird, wenn du in Rente gehst und es dann halt nicht rein. Und auch nochmal zu dem Thema Crash nicht da sein. Also gerade letztes Jahr, wo zum Beispiel bei mir, oder jeder hat es ja mitbekommen, die erste Welle von Covid-19 hat ja sozusagen auch mehr oder weniger einen Crash an der Börse ausgelöst. Also zum Spitzenpeak war der Dow Jones sozusagen in diesem kurzen Zeitraum, können wir hier auch nochmal kurz einblenden, 30% im Minus. Ich habe, und das ist kein Witz, zu dem Zeitpunkt 145 Kunden in einer riesen Mailinglist angeschrieben, dass es jetzt Zeit ist, nachzuinvestieren. Also ich war im Crash zum Beispiel da. Ne? Natürlich weiß ich nicht, wie es da um meine Kollegen stand, was die dort gemacht haben an der Stelle. Aber persönlich zu sagen, wir sind nicht da, wenn es crasht, halte ich gewagt an der Stelle zu sagen. Ne? Weil ich weiß ja auch nicht, wo du da warst in dem Moment. Ja. Doch, weiß ich, habe deine Social-Media-Arbeit verfolgt, pardon, und du hast ja auch ermutigt. Und genauso war ich ja zum Beispiel über mein Instagram da für die Leute und habe gesagt, hey, geht strategisch, rational, langfristig an die Situation rein. Das wird sich auf einen längeren Zeitraum definitiv wieder erholen, so einen Börsencrash, den wir da in diesem kurzen Zeitraum hatten. Ja, aber zu sagen, allgemein, wir sind nicht da, das finde ich unfair persönlich so in meiner Wahrnehmung. Meiner Meinung nach ist das einfach nur eine
Übergabe von Verantwortung an jemand anderes, den du nicht kennst. Punkt. Es ist auch egal, wie gut du den kennst oder wie gut du dem vertraust. Ja, natürlich vertrauen wir allen unseren Beratern in Anführungsstrichen, sonst würden wir ja gar nicht erst mit dem sprechen. Aber ich, also dieses Argument, ja, ich habe keine Zeit dafür oder ich will, was auch immer dafür Ausreden kommen, kann ich nur bedingt verstehen. Ich glaube, wenn wir alle mal reflektieren, wofür wir alles so Zeit haben, ja, womit wir uns alle so beschäftigen. Also die meisten Menschen verbringen ja mehr Zeit damit, eine Waschmaschine auszusuchen, als sich mal über ihre Finanzen Gedanken zu machen. Also da muss ich Natascha definitiv recht geben. Also erstmal an dem Punkt, dass sich Menschen definitiv mehr Zeit für ihre Waschmaschine, für ihren Urlaub nehmen als ihre eigenen Finanzen. Ich habe mich zum Beispiel selber dabei erwischt, die letzten 2 Wochen hier, Erik, Videograf, kann es bestätigen, dass ich gehadert mit mir habe für meinen Computer, was nehme ich jetzt für einen Arbeitsspeicher? 2 verdammte Wochen, ja. Also gut, sind jetzt nicht in voller Zeit draufgegangen, klar, aber ich habe mich sozusagen 2 Wochen jeden Tag mal kurz damit beschäftigt, klar. Also allgemein stimmt diese These oder halt diese Aussage, dass auch nachzuweisen, dass die Leute halt mehr Zeit mit anderen Dingen zu verbringen oder allgemein auch ihren Tag einfach, ich sag mal so, nicht clever strukturieren. Ne? Also immer denken, sie hätten keine Zeit, doch dabei haben sie ganz, ganz viel und dabei gehen sie bei lapidaren Dingen rauf, oh, wie ich schaue Netflix, oh, ich daddel hier nochmal rum, oh, ich surfe Social Media, oh, ich schaue mein YouTube-Video, hahaha. Ne? Da gebe ich ihr recht, aber das ist noch nicht gleichzustellen mit, ich gebe Verantwortung ab. Sondern es ist ja auch so wie bei dir, du holst ja Leute in dein Coaching rein, damit sie mehr Verantwortung übernehmen. Genauso ähnlich ist es bei mir, so Leute und auch sagt ja, hey, deine Zuschauerin dort, hey, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, deshalb habe ich mich an einen Finanzberater gewendet. Genau so kommen viele Leute zu mir und sagen, hey, ich möchte jetzt mehr Verantwortung übernehmen, kannst du mich dabei unterstützen? Im Endeffekt machen wir da beide eine ähnliche Arbeit an der Stelle. Ja? Und deshalb, weiß ich nicht, hinkt das ein bisschen. Und ein Berater, ja, der nimmt dir die operative Arbeit dafür ab, aber du weißt immer noch nicht, warum du es machst. Du hast keine Ahnung, wie du etwas anpassen solltest, wann, welche Fragen du genau stellst, welche Entscheidungen vielleicht noch auf dich zukommen. Wenn sich etwas ändert, bist du immer abhängig von dieser Person? Nö, kann ich definitiv negieren. Also ich erstelle ja mit den Kunden richtige Werkzeuge, richtige Mechanismen, dass sie halt auch in der Lage wären, ohne mich dann weiter auszukommen. Ne? Und wir trotzdem uns regelmäßig wiedersehen, wiederhören und sie einfach nochmal eine zweite Meinung bekommen, nachdem sie trotzdem ihr Wissenspool schon so groß aufgebaut haben. Also nee, da hast du wirklich leider doch einen sehr, sehr schlechten Eindruck oder Einfluss vielleicht von der Branche. Klar, wird wahrscheinlich vieles auf viele Berater zutreffen und auch auf viele nicht. Also, nee, Natascha, tut mir leid, das kann ich so von meiner Arbeit, was ich mit den Kunden mache, nicht bestätigen. Du weißt wieder nicht, was da eigentlich gemacht wird. Doch, also meine Kunden wissen alles, was irgendwie gemacht wird, was ich mit denen mache, was ich für Änderungen vornehme, auch zum Beispiel in vertraglichen Sachen und so weiter und so weiter. Dafür muss ich die ja auch aufklären. Ich habe ja als Berater eine Beratungspflicht und diese Beratungspflicht muss ja auch vom Gesetzgeber aus in einem sogenannten Beratungsprotokoll protokolliert werden. Also ich werde sozusagen auch richtig auf Schritt und Tritt überwacht und bei Fehlern in meiner Ausübung in der Beratung könnte der Kunde sozusagen Aussagen, die ich ins Beratungsprotokoll geschrieben habe und die dann sozusagen in der Form nicht eintreffen oder sogar stark von dem eigentlichen Ergebnis abweichen, könnte er nehmen, vor Gericht gehen, mich verklagen. Und ich bin dann meistens sogar der Gelackmeierte, der dann seinen Kopf mit seinem Privatvermögen oder dann halt dem Firmenvermögen in Haftung gegenhält. Also wir sind sehr präsent und bei mir zumindest in meiner Beratung erfahren die Kunden alles, was ich mache. Ne? Da bleibt nichts drum. Und sie verfahren zum Beispiel auch konkret, woran ich wann wie Geld verdiene und oder nicht. Ne? Einfach aus dem Fairness-Gedanken heraus. Ja? Weil ich will ja auch, wenn ich mein Auto in Reparatur wissen, was die Autowerkstatt gemacht haben. Nachvollziehbar. Ne? Weil ich will nicht hier in Rechnung bekommen und wissen, ja, war der Preis jetzt berechtigt oder nicht. Diese Entwicklung bei dir selber. Und das finde ich irgendwie das Schöne daran. Das ist halt einfach eine Entwicklung, die ihr durchlauft, wenn ihr neue Dinge lernt. Und das. Wieso hat man deiner Meinung nach nicht so eine Entwicklung mit oder bei einem Finanzberater wie jetzt zum Beispiel bei dir oder alleine?
Also das Argument schließt sich mir nicht, weil es ja auch sozusagen Coaching-Elemente in meiner Beratung mit bei meinen Kunden einfließen und auch, wenn ich das Feedback mir meiner Kunden abhole, und ich hole mir sehr schnell immer Feedback, damit ich halt auch weiß, ob die Inhalte denen wirklich Mehrwert gebracht haben für ihre Finanzen, spricht das eine absolut andere Sprache dazu. Ich kann dich jetzt an der Stelle auch nur gerne mal einladen, meine Abläufe, meine Beratung, meine Arbeit auch kennenzulernen. Dann kannst du dir das selber mal anschauen. Klar wird es wahrscheinlich auch wieder das Gegenteil dort draußen geben, bei anderen Beratern, aber okay, ja, tut mir leid, dass deine Erfahrungen so schlecht bis dato waren mit Finanzberatern oder die halt auch deiner Klientinnen, Klienten. Von das fachlich zu lernen, aber auch ja, das ganze Mindset, das ganze Selbstbewusstsein dahinter zu wissen, boah, ich kann das jetzt alleine, ich habe das alleine geschafft oder beziehungsweise mit Hilfe von Natascha im Idealfall, mit ein bisschen Unterstützung hier und da. Ich habe das geschafft. So. Und ich weiß ganz genau, was ich da tue. Das ist für mich ein Gefühl, das ist unbezahlbar. Das kann mir auch keiner mit Rendite irgendwie, selbst wenn irgendein Berater da ein Prozentpünktchen mehr rausholt, auf kurze Sicht. Das ist für mich. Okay, es geht ja nicht um Prozentpünktchen rauszuholen. Es geht ja auch vor allem darum, den Kunden genau das, was du ja beschreibst, dieses Gefühl zu vermitteln, dass er halt wirklich jetzt weiß, was er tut. Das ist ja zum Beispiel mein Job. Und ich kann dir sagen, wenn ich mir die Unterlagen, die ich bekomme von den Kunden, das ansehe, dann wissen die in 70%, 80%, 90% der Fälle der Situation nicht, was in ihren Verträgen drin stand, was sie gemacht haben. Und das gehe ich zum Beispiel auch in meiner Beratung immer erstmal konkret mit den Kunden durch, damit sie sich halt auch der Situation bewusst waren. Was ist denn bis dato schiefgelaufen? Wurde ich über den Tisch gezogen? Habe ich was übersehen? Und so weiter und so fort. Und dass sie sozusagen auch mir gegenüber kriegen sie sozusagen damit auch Kontrollmechanismen an, dass ich den auch immer wieder beweisen muss, dass ich wiederum meine Arbeit richtig mache, entgegen was gegebenenfalls der vorherige Berater noch gar nicht gemacht hat. Ja, deshalb, ja. Dann mache ich das jetzt, lasse ich das jetzt von diesem Berater machen, weil einfach alles andere fehlt. Du hast diesen Benefit des Selbermachens, des Lernens, dich damit auskennen, Vorbildfunktion für deine Kids zu haben. Das fällt da alles weg. Ja, du hast es abgegeben. Thema Vorbildfunktion. Ich habe ein paar Familienkundenstamm, die schauen, bin ich auch total süß, mit ihren Kindern zusammen meine YouTube-Videos, damit sie, die Kinder das schon wissen, was sie blüht, wenn sie zum Beispiel einen Bausparer machen oder so. Also die haben schon einen sehr großen Benefit daraus. Also wäre ja schade, wenn sie es nicht hätten. Dann wäre ich ja auch nur ein Finanzberater wie jeder andere oder mein Job unnötig oder es würde ihn ja gar nicht mehr geben, ne? Irgendwie einen Haken dran zu machen und es von dir wegzuschieben, hast du da herzlich wenig von. Also du sagst, du siehst nur Vorteile beim Berater. Ich sehe ehrlicherweise komplett nur Nachteile, langfristig, kurzfristig. Ja, ich habe es weg vom Tisch und habe es jemand anders rübergedrückt. Das mag sich erstmal kurzfristig wie ein Vorteil anfühlen. Aber ich glaube, wenn du noch mal ein zweites Mal drüber nachdenkst, ist es relativ klar, dass dieser Ansatz meiner Meinung nach eine ganze Reihe von Nachteilen hat, die ich dir gerade eben aufgezählt habe. Na ja, gut, wirkliche Nachteile hast du zwar nur im ganz Groben gerade aufgezählt, aber bist wirklich nicht drauf eingegangen, wie sich dieser Nachteil ja auswirken soll oder ähnliches. Das war sozusagen eigentlich mehr Behauptung. Ja, klar, kurzfristig kann auch der Kunde das abgeben, aber ich zum Beispiel, ich stelle dem Kunden ganz klar, hey, ich bin nicht darauf, dass ich dir alles abnehme. Ich will mit dir zusammenarbeiten, Hand in Hand, so dass du halt, wie gesagt, langfristig auf mich verzichten kannst. Ne? Und auch ist es so, ich habe mit meinen Kunden die Vereinbarung, dass die Arbeit, die ich mit ihnen zusammen mache, auf 5 Jahre angelegt ist. Und 5 Jahre würde ich jetzt nicht gerade auf einen kurzfristigen Zeitraum reduzieren. Ne? Und auch die Beratung. Ich habe im Schnitt im Kunden, das habe ich mir jetzt auch schon mal angesehen, 8 bis 12 Beratungen, bevor ich erstmal in die langfristige Betreuung mit einem Kunden gehe. Und das ist so, pro Beratung gehen 1 bis 1,5 Stunden, manchmal sogar, letzte Woche habe ich es wieder gehabt, einen Haufen 2 Stunden Termine für den Kunden drauf. Und dazu sagen, dass man da zwar kurzfristig nur einen Benefit hat und langfristig nicht, ist mir hier an der Stelle noch zu wenig erwiesen mit dieser Behauptung. Also da würde ich mir vielleicht mal wünschen, dass vielleicht doch konkrete Fakten kommen, die diese Behauptung dann untermauern. Ja,
da musst du dich halt mal auf deinen Hintern setzen und dir das aneignen. Das sind ja bei mir 8 Wochen, ja, einmal rein, einmal wieder raus. Es ist ja auch nicht 8 Wochen. 8 Wochen. Also, wenn ich ein Finanzkonzept mit einem Kunden beginne, dann bin ich in der Regel sogar bei 12 Wochen, bis wir alles sozusagen durch und umgesetzt haben und der Kunde auch mitgelernt hat auf den Weg, um dann halt selber machen. Also ich glaube, da sind wir uns in unserer Arbeit sogar sehr, sehr ähnlich. Und klar weiß ich auch von, auch früher, ich war ja selber mal im Finanzvertrieb, kannst du ja auch mal meine Videos dazu anschauen, dass dort auch Kunden sehr, sehr schnell abgespeist werden, so wie du das sagst, ne? Aber das hat zum Beispiel wenig mit meiner Arbeit zu tun. Ich habe sogar jetzt gerade einen Fall, dort berate ich jetzt schon seit länger als einem halben Jahr dran, weil die Situation halt so speziell ist bei diesen beiden Kunden. Das ist ein Pärchen. Er ist selbstständiger Unternehmer, hat eine Firma. Sie ist Mutter, arbeitet Teilzeit und 3 Kinder. Aber sie haben jetzt zum Beispiel im größeren Stil geerbt, wo unter anderem eine schon komplett abgezahlte Immobilie dabei ist und so weiter und so fort. Ne? Und da berate ich in dieser speziellen Situation jetzt schon länger als ein halbes Jahr rum, wo wir aber wirklich Benefits und Vorteile rausholen. Und das Lustige ist, der Kunde dahinter, ja, weil die halt auch diese Mechanismen von mir und das halt selber machen, selber lernen, an die Hand bekommen, der geht zum Beispiel mit allen Sachen, die ich ihm sage, immer zu seinem Steuerberater und lässt sich von seinem Steuerberater die Zweitmeinung nochmal gegenprüfen. Dann kommt der immer nach ein paar Wochen zu mir und sagt, Josh, alles, was du gesagt hast, hat mir mein Steuerberater auch so bestätigt, wir können weiterarbeiten. Ist ganz lustig, dieser Zyklus. Das heißt, sie kriegen das an die Hand, was sie brauchen, um das halt selber zu machen oder das an anderen Stellen gegen zu kontrollieren. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Vielleicht habe ich da auch eher so eine Art schon Überangebot bei Finanzberatern, was die Qualität dahinter betrifft, was ich gebe. Ich versuche vielleicht nur mal allgemein jetzt hier auch ein besseres Licht für uns in der Branche zu geben, weil ja, so das, was du beschreibst, kann ich bis dato immer noch nicht bestätigen oder zu 100% bestätigen. 3 bis 5 Stunden pro Woche. Und damit ist das sehr, sehr gut zu bewältigen. Und danach bist du mit dem Thema auch durch. Und das gegenüber... Also mit dem Thema Finanzen bist du niemals durch. Kann ich so sagen. Weil immer wieder neue Situationen kommen. Alleine schon der Markt, alleine schon die wirtschaftliche Situation, alleine schon die politische Situation. Und klar, man muss sich wirklich mal 3 bis 5 Stunden und das 8 Wochen jede Woche beschäftigen oder halt auch länger, wie in meinem Fall, mit meinen Kunden, um dann wirklich auch zielgerichtet auf die Situation mit Lösungen einzugehen. Aber danach ist das Thema noch nicht abgetan. Ne? Das ist ja so, ich setze ja auch eine langfristige Betreuung dann an. Ne? Auch wenn der Kunde da sehr viel selber macht oder im Idealfall auf mich verzichten kann, müssen die sich trotzdem regelmäßig und immer wieder um ihre Finanzen kümmern. 35 Jahre abhängig zu sein von einem Berater, nicht zu wissen, was da eigentlich so genau passiert, dem auch noch Geld dafür zu bezahlen, halte ich für einen ziemlich easy Vergleich und eine ziemlich easy Entscheidungsvorlage. Okay, das finde ich jetzt auch so ein bisschen, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, so ein bisschen zwiespältig und Doppelmoral. Natascha macht ja selber, oder du, Natascha, du machst ja selber auch Coachings, um denen es dann explizit um Geld geht. Ich glaube, du hast ja auch ein E-Book oder so, wofür du denn Geld bekommst oder ein Buch, ja, verdienst daran Geld. Sozusagen für deine Arbeit, die du in den Coachings, die du in den Büchern, die du mit deinem Podcast und Ähnlichem gemacht hast. Und jetzt wirfst du mir vor, dass es total schlimm und verwerflich ist, Geld an einer Beratungsleistung zu verdienen. Das wäre so ungefähr, du hast für Autos eine Selbsthilfewerkstatt und sagst den Leuten, rennt alle in die Selbsthilfewerkstatt, weil das ist günstiger da und dann bezahlt er den Geld, macht vielleicht noch irgendwelche Schäden und Ähnliches, ja. Man weiß ja nicht gleich nur, weil man eine Selbsthilfewerkstatt hat, wie man ein Auto repariert. Und sagst aber selber sozusagen, jetzt mal so auf einer anderen Ebene betrachtet, aber die Kfz-Werkstätten sind alle blöd. Geht da nicht mehr hin, könnt ihr alles selber besser, schneller, günstiger machen. Sorry, aber der Vergleich hinkt hart, muss ich so an der Stelle sagen. Weil du nimmst Geld für deine Arbeit, deshalb darf ich doch auch Geld für meine Arbeit nehmen, wenn sie qualitativ gut ist. Wo ist da jetzt der Unterschied? Ja, weil, nee, ist für mich so an der Stelle ganz klar gar nicht mehr greifbar hier an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte dich da noch ein bisschen
ja, überzeugen, dass nicht the easy way out immer langfristig dann auch wirklich der beste Weg für dich selbst ist. Hallo, liebe Natascha. Okay, das war es jetzt soweit zu der Fragerunde. Ja, also ihr habt ja selber jetzt an meiner Reaktion gemerkt, viele Argumente von Natascha, weiß ich nicht, hinken ein bisschen. Ich habe mir natürlich auch mal im Hintergrund letzte Woche mit ein paar, nachdem ich das erste Mal diese Podcast-Folge gehört habe, mit ein paar Kunden und Kundinnen noch ausgetauscht zu dem Thema konkret. Und ich weiß so im Groben, was du für ein Coaching nimmst, auch gerade bei deinen Masterclass-Gruppen und so. Ich nenne jetzt hier keine Preise. Ja. Ich habe sogar zwei Kundinnen, die bei dir selber im Coaching waren. Preislich nehmen wir uns nicht viel. Muss ich mal so sagen. Vom Ergebnis kann ich es nicht beurteilen. Persönlich muss man aber auch hier mal eine klare Grenze machen. Ja? Natascha, du machst Coaching. Was gut ist, was okay ist. Das hilft so vielen Frauen da draußen, wie gesagt, und natürlich auch anderen, sich selber mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Und das ist gut und das ist gerechtfertigt. Und ich gönne dir das Geld. Und wenn dein Coaching gut ist und zu den entsprechenden Ergebnissen führt, dann ist dein Coaching, deine Dienstleistung, alles, was dahinter steht, mehr als berechtigt. Und im gleichen Atemzug zu sagen, jemand, der ähnliche Leistungen macht, wie zum Beispiel ich, und gleichzeitig aber auch noch, wenn er zum Beispiel so eine Abwicklung dahinter macht, hinter einem Produkt, hinter einer Versicherung, dafür auch noch haftet und das 5 Jahre und selbst danach noch in die Haftung genommen werden kann, wenn er irgendwas falsch beraten hat, dazu sagen, dass es sozusagen rausgeschmissenes Geld ist, sich von denen zu beraten lassen, das finde ich wirklich hart unfair und ich kann dich an der Stelle wirklich da nochmal gerne mit einladen, meine Arbeit konkret kennenzulernen, weil das ist leider ganz anders, wie du es geschildert hast, zumindest auf meiner Seite, in meiner Firma, so wie ich die Leute dort draußen berate und auch können ja meine Kunden, die jetzt vielleicht diese Folge sehen, gerne mal hier drunter kommentieren, wie sie meine Arbeit persönlich wahrnehmen, finden, was sie für Benefits daraus haben, was sie gelernt haben und ob sie ja auch das Gefühl haben, von mir zum Beispiel als Finanzberater abhängig zu sein oder das Gefühl haben, dass sie viel zu viel Geld gezahlt haben, dann sollen die das unten in die Kommentare gerne, gerne bitte reinschreiben. Ja, dann kann ich da auch nochmal angleichen und anpassen. Das ist kein Ding, aber ja, das ist mir so ein bisschen, das ist das, was ich auch den Leuten jetzt gerade damit zeigen würde, ein bisschen sehr hart einseitig betrachtet. Und klar, ich kann das, wie gesagt, verstehen. Du bist damals gewaltig auf die Nase gefallen mit einer, ich glaube, es war sogar eine Finanzberaterin. Und ich lerne ja auch viele Kunden, die dort auf die Nase fallen. Und ja, definitiv kann man sagen, 80% der Finanzberater dort draußen sind blöd. Gehe ich mit, diese These. Und ich bin selber einer. Aber auch 80% der Fondsmanager sind blöd, 80% der Kfz-Werkstätten sind blöd, 80% der Steuerberater sind blöd. Vielleicht sind auch für dich 80% oder auch für mich 80% der Restaurants blöd und ich bleibe bei den 20%, bei denen ich schon war und so weiter. Das ist wirklich, ja, natürlich hast du es ja auch selber gesagt, eine rein subjektive Wahrnehmung. Ne? Aber gerade ich würde mir bei jemandem mit deinem Stand persönlich wünschen, dass da dann doch eher sozusagen beide Seiten der Medaille betrachtet wird oder halt dann doch nochmal ganz einfach neu recherchiert wird. Und gerne unterstütze ich dich auch. Wie gesagt, die Tüte Pommes steht. Auch steht gerne, dass du mal einen Einblick in meine Arbeit mit den Kunden, Kundinnen erhältst, ne, was ich da so mache, was der Benefit zum Schluss raus ist, was der Kunde dann auch gezahlt hat zum Schluss. Ne. Vielleicht können wir das nochmal abgleichen, was du gezahlt hast, was da die Ergebnisse sind und. Aber leider, ja, finde ich das insgesamt trotzdem sehr hart und zu einseitig betrachtet. Genau, und das ist eigentlich schon so persönlich meine Meinung, mein Feedback und die Inhalte, die habe ich ja jetzt schon soweit kommentiert, da muss ich jetzt erstmal mehr nicht zu sagen. Und ich persönlich, ich würde mich freuen, wenn du dir da einfach nochmal den einen oder anderen Blick zu der Branche holst und vielleicht deine Meinung dann natürlich anpasst, ja, auf die gegenwärtige Situation. Und wenn du selbst danach immer noch der Meinung bist, dass alle Finanzberater doof sind, ja, und selber machen besser ist, ja, dann ist super. Und ich würde mir auch bitten, dass du natürlich auch dem definitiv konkreter auf die Frage eingehst, weil die Frage, was sind jetzt die Unterschiede zwischen selber machen und Finanzberater, wurde ja immer noch nicht klar geklärt. Und auch die Frage, wie viel Prozent des Geldes er jetzt nun nimmt, also welche Kosten ein Finanzberater hat, wurde leider
von der Followerin auch noch nicht geklärt. Das heißt, so gesehen wurde die Frage nie beantwortet und auf ein anderes Thema leider verwiesen. Also vielleicht antwortest du nochmal neu in einer neuen Podcast-Folge, würde mich freuen, unterstütze dich auch gerne. Und dann, ja, kriegen wir gemeinsam die Finanzwelt auch besser, weil mein Wunsch, dass viel, viel mehr Frauen und auch jeder mehr investiert und was für seine Altersvorsorge tut, das liegt genauso mir am Herzen, wie auch dir mit deiner mittlerweile schon so groß angewachsenen Initiative, die dahinter steht. Genau. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich trotzdem alles Gute und auch deinen ganzen Coaches und Klientinnen, Klienten auch alles Gute, dass die ihre finanziellen Ziele definitiv erreichen und dass sie auch natürlich jederzeit immer hinterfragen, weil hinterfragen ist das Allerwichtigste und selber, sei es der Coach, sei es der Finanzberater, sei es die Kfz-Werkstatt, der Steuerberater und so weiter, was ich gerade aufgezählt habe, hinterfragen ist immer das Wichtigste hinter allem, weil dann weißt du nur, bist du auf der richtigen Spur und kannst die richtige finanzielle Entscheidung treffen. Das war es soweit dazu. Ich hoffe, dir hat das Format gefallen. Schreib mir gerne auch nochmal deine persönliche Meinung dazu. Die Podcast-Folge könnt ihr euch ja selber auch nochmal anhören. Und ich würde mich hier über einen Austausch zu dem Thema im Allgemeinen natürlich sehr freuen, damit, wie gesagt, sowohl Natascha als auch ich die Finanzwelt für euch insgesamt besser machen können. Und das war's von mir, Joschka, unabhängiger Online-Finanzberater hier aus Leipzig. Und ich wünsche dir noch eine gute Zeit.